Moin! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr am Mac die Einstellungen für den Ein- und den Ausgang des Blue Yeti USB-Mikrofons richtig anpasst. Viel Spaß! Um die Sprachausgabe über das Yeti einzustellen, gehen wir zuallererst mal in die Systemeinstellungen. Hier klicken wir bei der Hardware auf den Ton, nicht etwa auf Sprache und Text oder Sprache, sondern auf den Ton. Und bei Eingabe kümmern wir uns zuallererst mal darum, welches Mikrofon denn als Standardeingabe ist. Ihr seht hier schon, der Pegel, der ist eigentlich ein bisschen hoch, den könnte ich jetzt hier ein Stückchen runterdrehen, was ich am Mikrofon selbst auch tun kann. Das hier wäre die Gesamtlautstärke, das ist genauso, wie wenn wir das über die Tastatur regeln. Ihr seht, dann geht der Regler hoch. Wollen wir jetzt aber nicht. Und hier ist eben das Yeti-Mikrofon ausgewählt. Bei der Ausgabe ist jetzt der Trick, wenn wir hier auf interne Lautsprecher haben, dann hören wir uns, würden wir uns gleichzeitig während der Aufnahme hören wollen, über den Bildschirm, beziehungsweise natürlich nicht über den Bildschirm, sondern über die Lautsprecher im Monitor hören. Klicken wir aber hier auf USB von Yeti Stereo Microphone, haben wir diesen kleinen Anschluss unterhalb des Mikrofons, rechts neben dem Mini-USB-Port, und können hier einen 3,5 mm Klinkenstecker einstecken. So können wir uns also über Kopfhörer hören. Oder, falls wir externe Lautsprecher haben, auch darüber. Wollen wir das nicht, müssen wir allerdings beachten, dass wir hier wieder auf interne Lautsprecher umstellen oder externe Lautsprecher, falls wir welche am Mac angeschlossen haben. Wichtig ist, dass ihr, sobald ihr das Mikrofon verwendet, bevor ihr es verwendet, auch darauf achtet, dass ihr das Yeti eingestellt habt. Und zwar nicht hier in den Systemeinstellungen, sondern im einzelnen Programm. Nur als Beispiel, bei meiner ersten Bildschirmaufnahme mit dem Yeti habe ich vergessen, es einzustellen und hatte dann die ganze Aufnahme über das interne Mikrofon. Also nur weil ihr das hier als Standardmikrofon einstellt, ist das noch lange nicht bei allen anderen Programmen automatisch auch als Standard eingestellt. So viel von mir zu den allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten des Yeti Blue über die Systemeinstellungen des Macs. Wie immer, ciao auf Newhow und bis dann auf YouTube.